dieses Buch Esel Europas können wir allen Eselfreunden ganz, ganz dringend ans Herz legen. Wunderschöne Bilder drin, tolle Informationen, alles Nähere dazu auf unseren Service-Seiten. Und jetzt begrüßen wir Dr. Fritz Dietrich Altmann, Veterinärmediziner und eine Koryphäe auf dem Gebiet der Esel. Kann man so sagen? Ja. Gell? Sie sind dafür verantwortlich, dass eine besonders schöne und seltene Rasse, der österreichisch-ungarische Albino, nicht ausgestorben ist. Was ist denn das Besondere an diesem Esel? Ja, es ist so, Esel sind wie vieles andere durch die Römer über die Alpen gebracht worden, haben nie die Bedeutung erlangt wie Pferde, ja, aber waren in vergangenen Jahrhunderten bei ärmeren Bevölkerungsschichten durchaus weiter verbreitet als heute. Wenn Sie an Müller denken, wo der Esel den Mehlsack zu tragen hatte, den Altwarenhändler und vieles andere mehr. Esel in Farben, wie wir sie gerade gesehen haben, aber Schimmel unter den Eseln, dunkle Haut, helles Haar wie Araberpferde oder Lipizzaner und genauso gefärbte Esel waren eine Rarität in Mitteleuropa und ganz besonders gilt es auch für eine andere Farbform, den österreich-ungarischen weißen Esel, der eine Vorstufe zum Albino darstellt. Er hat kein Pigment in der Haut, er hat ganz wenig Pigment, deswegen spricht man von Flavismus, Flavus lateinisch gelb, im Haarkleid, Sie sehen ja aus dem Schnee sehr schön, er ist nicht ganz schneeweiß, ja, und er hat ganz hell leuchtend wasserblaue Augen, höchstwahrscheinlich also Augen ohne jedes Pigment, ohne jeden Farbstoff. Wenn wir Meerschweinchen, Kaninchen oder andere kleine Tiere nehmen, Albinos, dann erscheinen die Augen rot. Das Auge ist unpigmentiert, man sieht das Blut am Augenhintergrund. Hier ist die Iris stärker, wie auch bei albinotischen Pferden und anderen großen Tieren, aber auch bei der Katze. Da erscheint durch die starke, unpigmentierte Iris das Auge hell wasserblau. Es ist ein Ei, es kommt ja sowas durch Mutation bedingt immer mal vor. Es ist aber hier ein eigener Typ. Wir sehen das jetzt schön mit dem Auge. Mhm. Ein eigener Typ, also auch.